Mo. Und Julia. Kata. Tonne. Eberhard. DJ. Rocky. Nelly. Spy. Nico. Alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress. Ich will nach Hause. Pausenchecker. Chaos. Pflicht. Noch mehr Spaß verschenkst du nicht. Disney's kurze Pause. Da sind wir alle bei dir zu Hause. In Disney's kurzer Pause. Philipp, alles klar? Du siehst irgendwie gar nicht gut aus. Mensch, Mo, was soll ich denn noch alles machen? Ich halte es nicht mehr aus. Julia muss endlich meine Freundin werden. Vergiss es. Ich werde garantiert niemals deine Freundin werden. Und hör auf, so blöd zu glotzen. Wenn Julia nicht bald meine Freundin wird, dann will ich nicht mehr Philipp heißen. Oder Flip oder so. Jetzt komm mal wieder runter. Flop. Na danke. Mit dir als besten Freund bin ich echt super dran. Also langsam muss es auch mal wieder gut sein mit deinem Julia-Tick. Es gibt doch so viele andere Mädels auf der Welt. Naja, also, wenn ich ehrlich bin, da ist schon eine, die ich ganz nett finde. Ah, es gibt Hoffnung. Wie heißt sie? Oh, wow. Heute Abend geht klar. Sehr pünktlich, ja? Aber die ist ja leider schon vergeben. Na los, Mo, lass dir was einfallen. Sonst hast du auch immer gleich einen Plan. Sonst warst du auch nicht so ein Druck. Bei so einem Druck kann ich nicht denken. Ich mach doch gar keinen Druck. Du hast alle Zeit der Welt. Na los, und was sie richtig umhaut, das kann doch nicht so schwer sein. Was sie umhaut? Zieh ihr den Stuhl weg, wenn sie sich hinsetzen will. Das hat sie garantiert. Mo, spinnst du? Ich will, dass sie mich bietet, nicht, dass sie mich hasst. Das tut sie ja jetzt schon. Also lass dir was einfallen. Streng dich bitte an. Geschätzte Kameraden, wünscht ihr, dass ich euch auf den Biologiestoff vorbereite? Jetzt nicht, du Blitzschleicher! Ich bin kurzsichtig, aber nicht blind. Los, Mo, konzentrier dich. Denken, 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 denken. Spoil, wo bist du? Wegen dir hab ich eine 5 bekommen. Bei so einem Lärm kann man doch nicht denken. Ich erwisch dich. Und dann zieh ich Sparren an. Wow, wenn Nico den kriegt, der zeigt's ihm. Stopp, was hast du gerade gesagt? Ich? Wann? Na eben, du hast gesagt, wenn Nico den kriegt, der zeigt's ihm. Mo, du bist ein Genie. Das ist genau das Richtige. Danke, juhu. Ja, ja. Tja, wir zwei sind schon Genies. Mo, diesmal bin ich mir ganz sicher. Mit deiner Idee erobere ich Julias Herz für immer. Welche Idee eigentlich? Na, deine. Von eben. Also von mir war die bestimmt nicht. Ja, schon klar. Ich muss mich verstecken. Ja, das Zimmer ist frei. Physik fällt aus. Spy, wo hast du dich versteckt? Im Physikraum. Du Verräter! Ach, das sagt der Richtige. So, und jetzt ist deine Idee. Also, wir brauchen einen starken Typen. Also, so richtig stark und fies, ja. So richtig fies. Und am besten sollte er mit uns befreundet sein. Richtig stark und richtig fies. Ich hab's Arni. Arni ist ungefähr so groß, hat solche Oberarme, ist so breit und er schuldet mir noch einen Gefallen. Super, ruf ihn an, er soll sofort herkommen. Ja, und dann? Na, dein Plan. Erinnerst du mich noch mal kurz an meinen Plan? Also, er geht zu Julia, versucht sie zu küssen. Julia schreit. Und wer rettet sie? Der Direktor? Nein, ich werde sie retten. Und sie wird sich in mich verlieben. Alles klar? Vergiss das Anima-Tagflasche aus dir. Das ist viel zu kräftig für dich. Oh, Mensch, Mo, deswegen muss sie auch ein Freund von uns sein. Wir weinen einfach ein, okay? Und dann tut er so, als hätte er Angst vor mir. Und rennt weg, so wie es bei Nico weggerannt ist. Okay, ach so. Mensch, sag mal, das war doch deine Idee eigentlich. Ja, schon. Weißt du, wir Genies haben ja dauernd solche Ideen. Und die kann man sich ja schließlich nicht alle merken. Also, ich ruf doch mal Arni an. Ach, und Mo, eine Sache noch. Beschreib mich ihm ganz genau. Er soll wissen, mit wem er es zu tun kriegt. Was? Den findest du süß? Naja, ich weiß nicht. Der soll so dumm sein, habe ich gehört. Der kann doch nicht dumm sein, reicht doch, wenn ich intelligent bin. Ah, ja. Hey, Strebi, der Kerl da hinten, der gefällt mir gar nicht. Der macht bestimmt Ärger. Oh, welch ein gewalttätiges Antlitz. Er erinnert mich an einen Arnold Schwarzenegger in jungen Jahren. Keine Sorge, Strebi. Ich regel das. Aber... Hey, du Zwerg, du willst ja unser Mädchen vergreifen? Na, dann zeig erst mal dem richtigen Mann, was du drauf hast. Flip, was soll das? Alles cool, Baby. Ich hab die Sache voll im Griff. So, entschuldige dich bei der Dame sofort, sonst... Aber was soll's? Okay, genug Theater. Lass dich einfach mal rausschmeißen, okay? Ach, du bist doch ein richtiger Mann, hä? Pass doch auf, das ist ein bisschen zu echt. Ach ja? Weißt du was? Ich finde, wir zwei sollten uns mal unter vier Augen unterhalten. Unter zwei normalen. Das sind meine und zwei wunderschöne blaue Augen. Das sind, ne? Meine? Oh, gut geraten. Ah!
Flip, kannst du mir mal erklären, wieso du mich so vor Engelbert blamieren musstest? Was? Engelbert? Ja, das ist mein Cousin. Und mach keine Witze über seinen Namen. Er ist sehr sensibel, weil ihn früher mal alle Engelchen genannt haben. Ach so, Engelbert. Engelchen. Ah, Julia sagt, ihr sollt aufhören! Ich? Das ist ja jetzt wohl ganz allein deine Sache. Okay, es tut mir leid, Engelbert. Aber mir hat jemand gesagt, ich soll mich mit dir anlegen. Ja? Ach so, welcher Idiot hat dir das gesagt, hä? Der da, das war der da. Geschafft. Ja. Boah, Alter, tut mir echt leid, aber Anni hat seinen Bus verpasst und ich habe meine Schuhe nicht gefunden. Schon okay, Mo. Lass dir was anderes einfallen, ja? Alles klar, aber du weißt ja, dass man nicht immer auf Kommando so genial sein kann. Erzähl mir mal, wie du Engelbert wieder losgeworden bist. Engelbert, was für ein komischer Name. Ich werde ihn nach dem Kindergarten alle Engelchen genannt. Ohne Witz, das haben sie wirklich. Deswegen ist er ja so sensibel. Oh Mann, dieser Spy hat das echt drauf, wenn es ums Abhauen geht. Ja, er hat mich voll abgehängt und irgendwie finde ich ihn nicht mehr. Nico, reg dich ab. Deine 5 ist gerecht. Dafür habe ich schon gesorgt. Was? Du? Wie hast du das denn gemacht? Oh, sagen wir, mir hat ein Engelchen geholfen. Erzähl mir mal, wie du, alles klar, aber... Engelbert hat den Bus ver... Nein, Anni, ja.